Hallo liebe Camper und herzlich willkommen vom Campingparadies Lippstädter Seenplatte in Nordrhein-Westfalen. Der Campingplatz liegt am Ortsrand von Lippstadt zwischen Dortmund und Bielefeld. Ihr folgt dem kurzen Waldweg, bis ihr an dessen Ende den Campingplatz erreicht. Hier checkt ihr im Rezeptionsgebäude ein, erledigt die Anmeldeformalitäten und bekommt die Chipkarte für den Einfahrtsschranken. Danach geht's auf Asphalt- und Schotterwegen weiter zu den Stellplätzen. Euch erwarten hier insgesamt rund 90 Parzellen sowie weitere 18 günstigere Stellplätze für Wohnmobile. Der Campingplatz ist durch brusthohe Hecken in einzelne Areale unterteilt. Hier gibt es ausschließlich ebene Wiesenstellplätze, die flächenmäßig ausgesprochen großzügig bemessen sind. Den Strom sowie Frisch- und Abwasser findet ihr zwischen den Stellplätzen. Strom wird pauschal abgerechnet, ihr braucht den blauen CE-Stecker. Im Einfahrtsbereich steht das große Sanitärhaus, das bei unserem Besuch ausgesprochen sauber und gepflegt wirkte. Hier findet ihr die Toiletten, die geräumigen Duschkabinen sowie die Waschgelegenheiten. Auch an Familien mit Kleinkindern wurde gedacht. Darüber hinaus wurden hier noch die Abwaschmöglichkeiten sowie Waschmaschinen und Trockner untergebracht. Gleich neben dem Sanitärgebäude findet ihr den Müllplatz sowie eine Wohnmobil-Servicestation. Neben der Kaffeescheune mit netten Gastgarten versorgt euch auch noch ein Hofladen mit kulinarischen Kleinigkeiten. Kinder können sich im Einfahrtsbereich Tretautos ausborgen und haben dabei in Bezug auf Art, Farbe und Größe eine ausreichende Auswahl. Die unmittelbare Nähe zu den kleineren und größeren Badeseen lässt die Herzen aller Wasserratten höher schlagen.